hier hinter diesem Rolltor, was gerade hochgeht, da steht das Auto, dem Bernd Limmer und die MG GmbH als letztes Seele eingehaucht haben. Bernd, was ist das für ein Auto? Ja, wir sehen hier den X6 in seiner sportlichsten Form, der X6M, und zwar hier noch in der leicht getarnten Prototypenausführung. Was gehört denn dazu, um aus einem normalen Serien-X6 so ein Sportgerät zu machen? Ja, viel Know-how. Wir haben eine große Mannschaft, die daran gearbeitet hat, weil die Kollegen von der AG uns schon ein sehr sportliches Basisfahrzeug zur Verfügung gestellt haben. Und wir schauen nochmal, dass das Vertrauen in das Fahrzeug gesteigert wird, nochmal ein direkteres Fahrverhalten erreicht wird und eine gute Aufbauanbindung. Also was ist in dem Auto jetzt speziell? Motor natürlich in erster Linie, ne? Ja klar, wir haben hier den V8 Biturbo drin, natürlich nochmal mit einem guten Quäntchen mehr an Leistung und Drehmoment. Und das in dem Allrad X6, in dem wir uns gerade bewegen. Fahrwerkmäßig? Ja, Fahrwerk sind von den ganzen Systemen, Regelsystemen ähnlich zum Basisfahrzeug, aber hier sind natürlich die Systeme mehr auf Heckbetontheit ausgelegt. Das heißt, er soll sich im Endeffekt fahren wie ein Standardantrieb. Was heißt das jetzt? Also vorne, Kraft vorne, hinten ist verändert worden? Jetzt gerade unter den Bedingungen, wo wir unterwegs sind, wird also sehr wenig Moment auf die Vorderachse gegeben. Somit ist das Auto wenig untersteuernd am Kurvenausgang. Man kann jetzt wie jetzt früh aufs Gas gehen und das Auto bleibt schön in der Spur. Und diese Dynamic Performance Control, die hat er wohl auch, oder? Die hat auch der X6 und der X5M. Das heißt also, man kann die Momenten vom rechten aufs linke Rad verlagern, kann also nicht wie bei einer herkömmlichen Sperre das schnellere Rad langsamer machen, sondern das schnellere Rad sogar noch antreiben. Ja, das heißt, er zieht dann einfach besser in die Kurve, oder? Das gibt uns ein stabilisierendes Moment und wir können die Untersteuerneigung, gerade von einem Allradfahrzeug, das ja damit zu kämpfen hat, am Kurvenausgang deutlich reduzieren.